Grenzenlose Euphorie in Schwarz und Gelb. Willkommen in Liga 3. Nach 11 Jahren dürfen Sie wieder jubeln in einer Profiliga. Der Sieg im Westschlager gegen RWE, ein Comeback voller Emotionen, voll Leidenschaft und purem Genuss. Das ist natürlich eine Tiefenbefriedigung, wenn du aufsteigst und nicht weißt, wo du stehst und die Atmosphäre pulsiert und du gewinnst dir verdient. In einem extrem intensiven Duell gegen Essen sind die Aachener bereit, mehr zu investieren. Mehr Laufbereitschaft, mehr Kampf, mehr Siegeswillen. Wir haben einen super Plan gehabt, hat funktioniert von A bis Z. Und eben auch Harvey Heinz hat bestens funktioniert. Zwei Treffer in seinem ersten Spiel in der dritten Liga. Kann man mal so machen. Anton Heinz schnürt den Doppelpack. Der Torschützenkönig der Regionalliga West wird zum Matchwinner bei einer in allen Bereichen überzeugenden Teamleistung der Alemannia. Das Team auf dem Platz komplettiert Aachens Anhang. Bedingungslose Unterstützung von 2500 mitgereisten Fans. Grandios, sehr geil, dass so viele gekommen sind und unterstützt haben. Haben uns auch richtig geholfen und ja, einfach mega geil. Und jetzt? Gang raus und Euphoriebremse rein? Klare Antwort, nein. Die Euphorie wollen wir ja gar nicht bremsen. Das wäre ja selbstmörderisch in so einem Club, wenn man jetzt wie künstlich hier versucht, irgendwie was negativ zu reden. Aber brauchen sich größer machen, als sie sind, schon mal gar nicht kleiner machen, als sie sind. Und so waren wir ganz gut. Mit Demut und Bescheidenheit, aber auch mit viel Glauben an die eigenen Stärken, mit den Aachener Tugenden für das ganz große Ziel Klassenerhalt. So soll es weitergehen, auch im nächsten Spiel gegen Verl. Viel Leidenschaft, viel Laufen, viel Kampf. Ja, genauso ein Feuerwerk wie heute, nur mit den eigenen Fans wird's noch mal mehr. 30.000 Fans auf dem Tivoli werden der Alemannia einen großen Empfang bereiten und versuchen, ihr Team zum nächsten Sieg, zum nächsten Ausrufezeichen zu pushen. Wir wollen unser Publikum immer bespaßen. Wir wollen immer wieder auch dafür sorgen, dass dieses Stadion ihrem Namen auch gerecht wird. Hier bei Tivoli heißt das ja auch was von Tollhaus und von irgendwo von Spaßtempel zu tun. Der Spaßtempel zu Aachen, das macht Lust auf mehr. Mehr Alemannia, mehr grenzenlose Euphorie in Schwarz und Gelb. Live beim Magenta Sport.